Weil ernsthaft beim Kupfer? Wir haben da Kupfer, wir haben da Kupfer, wir haben da Kupfer, wir haben überall riesige Kupferfelder. Na gut, wir haben jetzt auch recht große Eisenfelder in der Nähe. Also ich könnte wieder von Pink auf Blau umstellen, um wieder Raubbau zu betreiben. Also wir könnten richtig schnell so ein Feld leer machen. Wir nehmen einfach diese MK3 Mining Drills und hauen da vier, glaube ich. Vier MK2 Speedmodule rein. Dann ist das Feld ratzekahl leer. Aber es ist halt nicht so schön produktiv wie hier. Ja, ich lasse es einfach so, wie es ist. Ist okay. So, MK2 Module werden hergestellt. Und ich laufe wieder nach unten auf dem Fließband. Zack. So, auf dem Weg zurück zur Basis sollte ich gucken, wie das mit den blauen Chips aussieht. Tür, Tür. Zu, so. Mit den blauen Chips aussieht, denn ich habe ein paar Roboter gebaut, die jetzt helfen sollten, die grünen und roten Chips hier hochzubringen. Aber es ist halt jeweils immer nur ein Chip. Das ein bisschen mau ist. Ja, es wird so nix. So, 50 Stück bedeutet ein, glaube ich. Oh, Laser Damage Upgrade, okay. Wir brauchen unbedingt Cargo Size für Logistikroboter. Research. So. Du stellst jetzt ein paar davon her. Also, wir müssen demnächst grüne Chips unten holen, hier oben abliefern. Und wie viel Stein habt ihr? 166. Ja, bei Zeiten, also irgendwann in 4-5 Folgen, wenn ich dran denke und die hier alle leer sind, die Felder, müssen wir die Kisten unbedingt entleeren und unten abliefern. Genauso hätte ich gerne hier auch noch eine. So, so. Das sind einfach so eine Langzeitdinger. Die tickern und vor sich hin und irgendwann ist das Feld leer und dann machen wir die Kiste leer und bringen sie nach unten. Das ist schön entspannt. So, Brennstoffblöcke sehen hier okay aus. Müssen wir später mit nach oben nehmen. Kupfer ist okay. Ja, die Dinger hier haben schön Speedmodule drin, die wir nicht mehr brauchen. Grrr. Aber das Eisen hält sich wenigstens schön lange. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Also ich bin eine Weile hier unten, bin am Optimieren. Und am Tränke craften. Bin hier unten am Optimieren. Und solange ich hier am Rumwuseln bin, habe ich auch genug Eisen. Und sobald das Eisen anfängt hier knapp zu werden, gehe ich wieder nach oben, hole die nächste Ladung. So soll es erstmal eine Weile laufen. So, was war jetzt noch alles? Ich wollte grüne Chips von Hand nach oben bringen. So, 1000 Stück. Ist schon mal ein Anfang. Rote beschränken wir mal. Beschränken wir mal weiter. So viel brauchen wir nie und nimmer. Gib mir. Also momentan sehe ich das nicht so wirklich. So, die Engines brauchten wir jetzt doch nicht, was komisch ist. Euch haben wir beschränkt, das ist okay. Da. Produktivitätsmodule. Nimm mal mit. Und sag mir, was du noch dafür brauchst. Du brauchst grüne Module, du brauchst Stahl und du brauchst Eisen. So. Stahl. Ah, hier. Oh, Stahl sieht ganz schön mau aus. Was ist da los? Es ist einfach nur ein Ding, das ist nicht so schnell, aber dafür ist es produktiv. Ja. Wo wird Stahl noch verbraucht? Irgendwo? Hier, für blaue Tränke. Wie schnell wird das gemacht? Also es scheint schneller hergestellt zu werden, als es verbraucht wird, aber wirklicher Überschuss sammelt sich jetzt nicht mehr an Stahl, was nicht gut ist. Also muss ich eventuell doch demnächst ein zweites Stahlding hier aufbauen. Okay. Ich hätte das andere extra weggemacht, damit hier nicht so viel Eisen verbraucht wird. Aber es staut sich jetzt ja doch irgendwie. Gib mir mal die restlichen Drahtdinger hier. Mach dich weg. So. Dann hätte ich gern ein MK2 Schmelzofen.
Da. Die bitte alle weg. Euch weg. So. MK2 Schmelzofen hier hin, dann bekommst du einen. Warum hast du einen langen Arm? Was habe ich mir dabei gedacht? Ja, okay, ich hätte gern niemals den Gerugon der Vergangenheit in Frage stellen, ja. Das ist ein Fass ohne Boden. Da ein kurzes Ärmchen. Und Long Half Output Inserter ist egal. Du dahin. So. Zack. Du stellst jetzt auch Stahl her und tust es deine Kiste, richtig? Richtig. Und du bist auch sehr produktiv. Also 15% mehr. Was jetzt nicht so die Welt ist, aber gut. Genau, mehr Module. MK2 Module. Bau, bau. Gut. Okay, ich denke, es wird langsam Zeit, dass wir wieder nach oben gehen. Das heißt, ich nehme mir Steine mit für eine dritte Mauer. Nee, brauche ich nicht. Wie schaut's mit Robotern aus? Was fehlt für die Roboter? Flying Frames, dafür brauchen wir rote Engines. Okay, also ich nehme jetzt so normale Engines mit, um sie oben bei der roten Engine-Fabrik reinzuschmeißen. Warum eigentlich? Du hast hier einen Provider. Ich muss oben gucken, ob die rote Engine-Fabrik eine Gib mir Kiste hat. Sonst setzen wir halt eine. Gut, das machen wir also nicht von Hand. Die grünen Chips wollten wir aber von Hand oben abgeben, damit die Roboter ein bisschen entlastet werden. Dann nehme ich jetzt die Brennstoffblöcke mit, damit ich es nicht vergesse. Und dann gehe ich wieder nach oben. Oh, Auto. Dafür brauchten wir die blauen Chips, die wir noch nicht haben. Okay. Du gib mir bitte. So, das sollte reichen. Ja, okay. Dann bitte nach oben. Ich sehe hier schon ein paar Roboter fliegen, aber es sind halt zu wenig. Ist die Kiste da voll? Ja, wir haben sehr viel Limestone. Oh, und Stein. Ich nutze jedes kleine Fleckchen Stein aus, das ich sehe. Jetzt, wo ich weiß, dass ich 10.000 Steine brauche, um ein paar Diamanten herzustellen. So, Batterien werden nicht hergestellt. Bitteschön. Hm. Es fehlen 3. Hier, nimm ganz viele davon. Also es fehlen 3 blaue Chips, damit ich das Auto wieder bauen kann. Wobei wir nicht wirklich das Auto gerade brauchen. Also die notwendigsten Basen habe ich ja schon platt gefahren. Ich muss nur aufpassen, dass jetzt nichts Neues hier irgendwo spawnt. Ich bräuchte vielleicht ein paar mehr Radaranlagen. So, was ist mit dir? Du hättest gerne 100 Engines. Oh, okay, du bist auch schon fleißig am Arbeiten. Beschränk dich mal auf 2 Stacks. Jetzt haben wir kein Eisen mehr. Und da sind die 3. Okay, warte mal. Eisen, so. Tada, Auto. Okay. Also, bau Module zu Ende, bau die paar Roboter da, bau das Auto. Wir laufen derweil nach oben. Mache einen Trade Run sozusagen. Du zu. Beep, beep. Ja. So. Oh, warte mal. Jetzt, wo wir die ersten Ruby Chunks haben, können wir auch die Kristall Mining Drills bauen, oder? Dann könnten wir das hier zum Beispiel abbauen. Das sollte ich mir mal angucken. Nein, das war wieder irgendwo bei den Ditec-Maschinen. Genau hier. Crystal Formation Mining Drill. Bauen. Sofort. Also sofort nach den zigtausend anderen Sachen, die Ewigkeiten dauern. Ja, das ist nur ziemlich weit weg vom Schuss. Alle ziemlich weit weg vom Schuss. Okay, dann wo wir gerade bei Sachen sind, die ziemlich lange dauern, setzt das hier nochmal hinten dran. So 5, 6 Stück davon. Und dann setzen wir von da unten eine lange Leitung bis nach da. Und gucken mal, wie viele Edelsteine dabei rumkommen. Weil ich denke, das wird echt sehr langsam und sehr wenig sein. Aber keine Ahnung, schauen wir einfach mal. So.
Geschwindigkeitsanzeige da. Lauf mal schneller hoch. Oh, Bäume im Weg. Okay, einfach. Das ist echt praktisch. So, Logistik Cargo Size ist fertig. Sehr schön. Was macht das nächste? Das nächste braucht 300. Was schon mal nicht so gut ist. Deswegen gehe ich lieber auf Construction Bot MK1. Bessere Roboports? Nee, muss nicht sein. Bessere Akkus? Nee, muss auch nicht sein. Bessere Mining Drills. Die Mining Drills sind komisch. Was die Slots angeht, die haben irgendwie nicht so viele wie die Vanilla-Dinger. Jedenfalls die MK2 nicht. Die Dinger brauchen die Lila-Chips, aber die Lila-Chips können wir inzwischen herstellen. Ja, wir brauchen keine orangen Teile. Nee, gut. Rail-Signal brauche ich auch noch nicht. Bessere Rüstung und so weiter wäre ganz schick. Fusionsreaktor wäre auch schick. Ja. Oh, stimmt, und die besseren Türme. Jetzt kann ich sie ja auch bauen, auch wenn wir Saphire dafür brauchen. Aber die kriegen wir hoffentlich aus... Also research das mal, das dauert eine ganze Ecke. Die Saphire bekommen wir hoffentlich aus unserer Mining-Drill-Geschichte da dann raus. Und was ist das da für ein Feld? Das ist bestimmt ein Limestone-Feld, oder? Für ein Edelsteinfeld ist das viel zu groß. Da unten haben wir Steine, das ist schon mal gut. Ja, Limestone, bah. Da oben wären noch Edelsteine, aber es ist mir zu nah an den Basen dran. Da ist ein recht großes Edelsteinfeld. Also sonst sind es nur so 3, 4. Und hier sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, es klingt jetzt nicht so viel mehr, aber bei den Edelsteinen scheint das viel zu sein. Also hier können wir richtig schön unsere Fühler ausstrecken, nach und nach. So, Tür zu. So, wie viel Eisen habt ihr gemacht in der Abwesenheit? 1500 pro Kiste, sehr gut. Ich sehe erste Ermüdungserscheinung hier, da. Aber du hattest bestimmt Holz drin oder so. Okay. Ja, zugänglich ist die Basis nicht wirklich. Es ist gewöhnungsbedürftig, hier durchzulaufen. Die laufen gar nicht wirklich, okay. Ja, nur der Erste hier verbrennt sein Zeug. Der schafft das wahrscheinlich im Alleingang, die zwei da zu versorgen. Das ist okay, ist okay. So, du weg. Mehr Lasertürme hier oben? Ja, wir wollten überall 5 haben. 5. Warum sind da so viele und so komisch? Achso, weil es eine Ecke ist. Da sind 5. Obwohl, hier können ruhig mehr hin. Falls sie von hier angreifen, warum auch immer. Da sind fünf. Hier ist eine Ecke, kannst du also mehr hin. Ja, gut, das sollte echt halten. Ich könnte jetzt noch eine dritte Reihe Mauern drumherum setzen. Aber ich... Nee. Ist dann nur mehr Arbeit für die Construction Bots, das später wieder abzureißen. Okay, dann... So, Produktivität MK2. Du hast schon alles MK2, das ist sehr schick. Oh, die ganzen Arbeiten sind fertig. Okay. Bau Construction Bots, bau die Bots. So. MK1 raus, MK2 rein. Ist alles voll, ne? Ja, mit MK1. MK2. Also all die Dinge haben jetzt MK2 Produktivitätschips drin. Das ist sehr gut. Du hast Produktivität MK2. Du hast Produktivität MK2. Du hast Produktivität MK2. Ich stehe auf dem Fließband und werde weggeschoben. So, es fehlt nur ein einziges MK2 Produktivitätsding. Das ist sehr schick.